Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz etwa 18.000 Personen auf den Straßen, darunter sterben in etwa 200. Durch Geschwindigkeitskontrolle kann man diese Situation verbessern. Bei einer Eichung geht es um sicherzustellen, dass die Geschwindigkeit korrekt angegeben wird. Das passiert bei Simulatoren mit synthetischem Verkehr. Der synthetische Verkehr ist eine Simulation. Eine Radarantenne bekommt das gleiche Signal wie auf der Straße, der einen bewegenden Fahrzeug darstellt. Das METAS prüft jährlich etwa 1000 Messmittel für Geschwindigkeit. Das ergibt mehr als 3000 Eichungen pro Jahr. Die Systeme sind oft mit mehreren Komponenten zusammengestellt. Die einzelnen Komponenten müssen einzeln geeicht werden. Ein großer Vorteil vom Straßenverkehrlabor am METAS ist, dass wir fast alle Geschwindigkeitsmessmittel so überprüfen können. Das geht von Radaranlage, so Laserpistole, Lichtschranken, Induktionssensoren und so weiter. Eine solche Kombination gibt es nur weltweit im METAS. Neben den Eichungen sind Zulassungen auch sehr wichtig für die Gewährleistung von richtigen Messungen auf der Straße. Man testet das Messmittel bei Extremsituationen, erhöhten Temperaturen, tiefen Temperaturen, erhöhte Feuchtigkeit, Vibrationen oder elektromagnetischen Störungen. Die Geschwindigkeitsmessmittel entwickeln sich ständig. Es ist wichtig, dass wir diese Entwicklung verfolgen können. Damit ist heute und in Zukunft gewährleistet, dass alle Messungen auf der Straße immer durch geeichte, geprüfte Messmittel gemacht werden.